Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute sind Sie wieder bei der Sendung Heitere Lebensberatung mit Edeltraud Schöffmann als Ihr Lebensberater und Frau Kieberger, deren Beruf wir erraten sollten. Frau Kieberger, machen Sie bitte eine typische Handbewegung. Jetzt sollen wir den Beruf erraten. Wer mitraten will, sollte jetzt wegschauen. Es wird eingeblendet. Sie können wieder schauen. So, Frau Kieberger, welche Schweinerl wollen Sie denn? Das Blaue. Sehr gut, das Blaue. Ach, da steht ja das Thema Beruf, Job wird heute behandelt. Frau Kieberger, erzählen Sie mir, was stört Sie an Ihrem Beruf am meisten, was ärgert Sie am meisten? Dass der Zwischenraum zwischen den Abgabeterminen, jeweils den 15, immer so kurz ist. Das sind halt maximal nur 31 Tage. Danke, sehr gut beantwortet. Ist das immer so oder gibt es Unterschiede? Es gibt Unterschiede. Im Februar ist es noch schlimmer, da habe ich nur 28 Tage. Für das kriegen Sie jetzt 2 Münzen. Was kann da im schlimmsten Fall passieren, Frau Kieberger? Dass es sich ganz knapp oder kaum ausgeht, dann muss ich da Nachtschichten einlegen. Wird immer schlimmer. Wieder 2 Münzen. Wie geht es Ihnen da dabei, wenn Sie so in der Nacht arbeiten müssen und sich für Ihre Klienten, Kunden aufopfern müssen? Da schwanke ich zwischen Hoffnung, Hoffnungslosigkeit, zwischen Euphorie, Depression, so fast bis zum Selbstmord. Es wird ja wirklich immer schlimmer. Also bitte, das kriegen Sie jetzt wieder 3 Münzen. So, Frau Kieberger, wie schaffen Sie es dann trotzdem, dass Sie Ihre Aufgabe als Buchhalterin so super schaffen? Mit List, Tücke und Gottvertrauen. Das ist ja große Klasse. So eine Buchhalterin wünsche ich mir. Für das bekommen Sie jetzt noch einmal 3 Münzen. Und ich danke Ihnen herzlich fürs Kommen. Ich hoffe, Sie haben sich das alles erraten. Und ich wünsche Ihnen, dass die Monate länger werden. Dankeschön, Frau Schöffmann. Es hat mich sehr gefreut, da zu sein. Und ich hätte schon viel früher eine Lebensberatung in Anspruch nehmen sollen. Dankeschön. Jemand so wie Sie. Dankeschön, Frau Kieberger. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.